Ja. Moin. Morgen. M2. Im Hause K-Effekt Performance. Die Gunst der Stunde genutzt. Was können wir hier leistungstechnisch machen, bevor er hier 3 Schichten Keramik bekommt? Ja, das kommt jetzt darauf an. Wir können hier relativ viel machen. Warum? Weil BMW was Tolles geschaffen hat. Und zwar hat BMW den S55 aus dem M4 in dieses Fahrzeug gepflanzt. Das ist das erste Mal, wenn man das so hört, hört sich das ein bisschen krank an. Herztransplantation. Ja, und es ist auch so. Das heißt, wir haben hier in diesem Motor ein bisschen gedrosselte Leistung. Wir haben 410 PS und 550 Newtonmeter. Ja. Im M3 haben wir mehrere Varianten und M4 jeweils 431 Serie, dann die Competition und CS 450, 460. Richtig. Im GTS haben wir sogar 500, allerdings haben wir da noch eine zusätzliche Einspritzung, wo quasi Wasser ins Saugrohr gespritzt wird. Das haben wir hier nicht. Ja. Das heißt aber, in der Grundbasis haben wir denselben Motor wie M3, M4. Das heißt, wir liegen bei Stufe 1 rein nur softwaretechnisch bei knapp 500, 510 PS. Richtig. Und knapp 100 Newtonmeter mehr, das heißt 650 Newtonmeter. Da ist dann der Hardware noch nichts gemacht. Ja? Ja. Ab nächsten Monat gibt es für dieses Modell, ist noch relativ jung, Downpipes mit Zulassung, die in dieses Fahrzeug passen. Ja. Da liegen wir dann ungefähr bei 550 PS und 700 Newtonmeter. Das heißt schon ordentlicher Zuwachs, je nach Streuung. Vielleicht hat er nachher auch 740, 750 Newtonmeter, das sehen wir dann. Jeder, der weiß, dass diese Autos auch nach oben streuen. Ja. Letzter Step, also Stage 3, wäre die Möglichkeit, noch an den Turbolader zu arbeiten. Dann geht es in Richtung 600 PS, 800 Newtonmeter. Aber schaltet dann ein großer Aufwand. Die Autos sind noch relativ neu. Jeder, der seine Garantie behalten möchte, sollte natürlich da ein bisschen gechilltes halten lassen. Ja? Drumherum bauen. Jetzt würde ich aber sagen, Mario, wir müssen uns jetzt den Motor angucken, oder? Ja, ja? Das machen wir. Wir haben kurz den Motor auf. Kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Wie ihr seht, Motor 1:1, ja. Kennen wir. Hat auch die Strebe übernommen, ja, als Versteifung. Schön aus natürlich Carbon. Auch, genau, ach, schön herrlich. Optisch gemacht. Die kriegt übrigens auch Keramik, ne? Echt? Schon, ja, bin ich mal gespannt, das wie das aussieht. Ja. Da werden natürlich Bilder kommen bei Mario. Wie schon gesagt, seine neue Location hier, da sind wir sehr dankbar. Ihr seht es auch in den Videos, wir können hier viel mehr machen, wir können hier viel mehr arbeiten, wir können euch auch mehr zeigen. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber wie ihr seht, wir haben hier den Motor 1:1 übernommen aus dem M3 und aus dem M4. Die Möglichkeiten haben wir gerade schon aufgezählt. Ladeluftkühler technisch ist die Firma Wagner, glaube ich, dran, was zu entwickeln für dieses Bauteil. Ist ja nicht mehr so, dass er vorne sitzt, hinter der Stoßstange, sondern bei diesem Modell hier oben und zusätzlich noch mit einem extra Kreislauf Wasser gekühlt, um einfach die Temperaturen, ja, die haben halt hier auch kompakt. Ganz genau, um einfach die Temperaturen auch in den Griff zu bekommen oder zu halten, weil es natürlich so ist, dass doch alles relativ eng ist, vor allen Dingen in diesem Auto noch enger wie in dem M3 und M4, weil er doch einfach noch ein Stück kompakter ist. Ich glaube 15 cm Radstand weniger, soweit ich weiß. Merkt man auch beim Fahren, also er ist ein bisschen zickiger auch. Genau, er ist ein bisschen zickiger, er läuft ein bisschen, ja, man muss einfach mehr arbeiten mit dem Fahrzeug. Nichtsdestotrotz ist dieser Motor für dieses Fahrzeug, der ist einfach unterfordert, aber es macht richtig, richtig Spaß. Genau. Jetzt machst du mal weiter geschwind. Ja, mein Telefon klingelt. Ja, wie ihr auch seht, ist hier gar nichts an Dämmung da etc. Also sie haben da natürlich schon geguckt, komm schon wieder, dass er auch ein bisschen saug nach außen geht, was natürlich schade ist, und natürlich durch den OPF, dass er relativ leise geworden ist. Leider, da werden viele sagen, gut, aber da gibt es Möglichkeiten. Ja, da werden wir auch Abhilfe schaffen, wenn ihr wollt. Genau, aber werden wir auch Videos dazu drehen. Wenn der OPF draußen ist, dann wird es richtig laut. Das kann ich schon mal sagen. Da wird es richtig laut, aber dazu mehr in einem anderen oder in einem nächsten Video. Genau. Der kriegt jetzt erstmal 3 Schichten Keramik drauf und dann machen wir weiter im nächsten Step. Weiter, würde ich auch sagen, nächster Step. Jetzt würde ich sagen, vielleicht kriegen wir es noch hin, einen kleinen Soundfall vom Kaltstart. Genau. Ohne irgendwelche Gasstößchen. Genau. Mal ab nach hinten, hören wir es uns mal an und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar. Bis gleich. Ciao. Ciao.
Zu leise. Zu leise, ja. Ja. Das ist ein Stichwort, aber da können wir Abhilfe schaffen. Ja, was haben wir noch? Er sieht optisch gelungen aus. Sie haben es unten schön gemacht, auch mit den... Hieran erkennt man es hier an diesen drei Luftanlässen. Genau. Und Hieran? Schwarzer Kühlergrill. Am Grill, dass er auch eins ist. Ja. Ist nicht mehr getrennt. Zweigeteilt, sondern es ist ein Teil. Kostet übrigens in Carbon 550 Euro. Wer es will. Wer es braucht. Kann man braucht. Darf bestellen bei uns. Ja. Außenspiegel sieht man. Die M-Spiegel jetzt genau. Klassisch. Sehr schick. Spiegel in dem Fall vom M3, ne? Sieht ja. Man alle Leute. Hier, das hat sich ein bisschen verändert. Haben sie gut gemacht. Ja. Thema, man merkt, dass der Motor zugeschnürt ist. Kann man Abhilfe schaffen, das haben wir ja vorher schon erwähnt. Oder muss man Abhilfe schaffen. Und natürlich die Thematik Fahrwerk. Viele beschweren sich ja über dieses Untersteuern. Natürlich kann man auch hier mit einem anderen Fahrwerk, einer anderen Abstimmung, einer Reifen. Anderen Vermessung, Reifen etc. noch ein bisschen eingreifen. Werden wir tun, wir werden ausprobieren, was so möglich ist. Genau. Ja, und dann mal gucken, was rauskommt. Da gibt es weitere Videos dann in den nächsten Steps. Monaten. Ja. Monate. Es ist erstmal kalt raus und schwierig. Genau. Also im Frühjahr und da werden wir dazu kommen. Genau. Ne? Also. Machen wir es sauber. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.